Herzlich willkommen bei 1000 PS TV. Der Arlo, der Horvath und ich testen heute drei verschiedene Kawasaki Vulcan S. Dieses Motorrad passt wirklich jedem. Warum das so ist, erfahrt ihr gleich. Wir waren heute mit der Kawasaki Vulcan S in und um Wiener Neustadt unterwegs. Auch hier auf der Supermotorstrecke haben wir uns bewegt. Vielleicht nicht das erste Areal, wo man daran denkt, mit einem Cruiser unterwegs zu sein, aber war auch möglich. Und ich habe es euch schon in einem Video letztes Jahr gesagt, wer auf Fußrasten Schleifen steht, der ist mit der Kawasaki Vulcan S sehr gut bedient. Warum haben wir jetzt hier drei verschiedene stehen? Das hat den Grund, dass Kawasaki dieses Motorrad wirklich jedem zugänglich machen will. Jeden bedeutet wirklich von 1,65 Meter kleinen Damen und Herren bis zu über 1,90 Meter. Wenn du eingrätschen darfst, sogar 1,55 lieber Poki, nur weil du so groß bist, darfst du nicht exkludieren. Okay, na, für die Kleinen bist dann eh du zuständig, lieber Christoph. Danke, Handy abschalten, das passt eh super. Große Bandbreite mit der Vulcan möglich, sonst große Bandbreite auch möglich, was Führerscheinklassen betrifft. Wir haben sie in einer offenen Version oder in einer auf A2 gedrosselten Version. Wir sind heute auch da, haben wir beide gehabt. Interessante Geschichte, dazu gibt es aber ein anderes Kawasaki-Video. Jetzt mal hier anfangen. Du, Hau, jetzt du hast dir das vorher ordentlich zu Gemüte geführt. Wir haben auch heute Leute von Kawasaki hier mit vor Ort, die uns da wirklich genau erklären konnten, was alles einstellbar ist und welche Konfigurationsmöglichkeiten man hat. Übergebe ich einfach mal an dich. Jawohl, du hast schon gesagt, viele Konfigurationsmöglichkeiten, bis zu 18 verschiedene Kombinationen sind möglich. Und zwar durch drei Punkte. Einerseits die Sitzbank, dann noch der Lenker und die Fußrasten. Also man kann dazu Kawasaki gehen und sagen, ich hätte zum Beispiel gerne die ganz hohe Sitzbank, dafür aber den Lenker weiter weg und die Fußrasten eher bei mir. Man kann sie zusammenstellen, wie man es eigentlich will. Das finde ich echt super, es sind keine drei fixen Pakete, weil wir haben hier jetzt eigentlich drei Versionen vor uns stehen. Hier beim Poki passt eigentlich gar nicht, das ist die für die kleineren Leute und auch für, unter anderem auch für Frauen, weil niedriger Sitzhöhe, da fühlt man sich eben leichter auch, wenn man etwas klein unterwegs ist. Und der Lenker ist natürlich auch näher bei einem, aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Dann haben wir hier die Standardversion, eine ganz normale Vulcan S mit dem Sportpaket, sprich Aero-Auspuff und dem Windschild. Und beim Alu drüben steht die Version für die ganz großen Leute, sprich die Fußrasten sind sehr weit weg. Wir haben den Komfort-Seat, der ist höher gepolstert und der Lenker ist noch weiter nach oben gedreht. Will ich noch kurz die drei Versionen erklären. Also die für kleine Personen, da haben wir die niedrige Sitzbank drauf, die Fußrasten sind ganz nah am Fahrer und wir haben auch einen anderen Lenker drauf als bei den anderen zwei, weil dieser Lenker ist mehr gekröpft und geht deutlich mehr zum Fahrer hin, damit man eben sich nicht so weit vorstrecken muss. Hier Standardversion ist das eben, wie schon gesagt, ziemlich serienmäßig, also die normale Sitzbank, die Fußrasten in der mittleren Position und der normale Lenker. Hier auf der hohen Version, bei der, die beim Alu steht, da sind die Fußrasten ganz weit weg montiert. Wir haben den Komfortsitz, der am allerhöchsten ist und wir haben den Standardlenker, der aber weiter weggedreht ist vom Fahrer, damit man sich eben weiter strecken kann. Wenn man zum Beispiel größer ist wie der Alu, da will ich gleich zu dir kommen. Du stehst noch so daneben mit deinem herrlichen Schnauzer. Das ist wirklich ein Traum. Alu, gebe ich gleich an dich weiter. Was waren so deine Eindrücke heute? Ja, wir sind ja auch alle drei ein bisschen unterschiedlich groß. Also ich bin mit meinen 1,81 sind es eigentlich. Preisepass steht zwar drin, 1,80. Du mit deinen 1,60, glaube ich, bist der Kleinste. Und der Poki mit deinen 1,82 bist, glaube ich, nur marginal größer als wie ich. Na, also du bist, glaube ich, 1,75, oder? Und Poki 1,87? Ja. 1,87, super, ja. Jetzt stehen wir leider ein bisschen verkehrt da. Für mich passt die goldene Mitte eigentlich perfekt. Ich muss ganz ehrlich sagen, was für eine war das jetzt da? Das ist jetzt die ganz große. Da muss ich die Füße fast ein bisschen zu weit ausstrecken. Das taugt mir nicht so. Da fühle ich mich nicht so wirklich in das Motorrad integriert. Bei der ganz kurzen sitze ich da dann ein bisschen gestaucht drauf und mir ist auch vorkommen, die Sitzbank ist am unbequemsten bei ihr. Können Sie das irgendwie bestätigen oder einfach nicken oder? Okay, gut, gut. Und
Also für mich da die goldene Mitte eigentlich die beste. Und du hast es vorher auch schon kurz angeschnitten, dieses Performance-Paket oder SE-Edition mit dem Windschild, das schaut schon sehr, sehr leibend aus, finde ich. Aber ein Wahnsinn ist natürlich der Auspuff. Also der Sound ist der Überhammer. Vorher da drüben rumgefahren beim Umdrehen habe ich ganz so, so kurz Gas gegeben, weil es ist einfach ganz mörderisch anhört. Also finde ich echt geil. So, wieder zum Mann mit 1,75 zurück. Dankeschön, dass du mir meine 1,75 nicht aberkennst. Ich kämpfe hart für sie. Nein, ich will auch noch kurz zum Sound sagen. Ist zwar nicht Thema des Videos eigentlich, aber du hast recht, der Sound ist schon echt brutal. Ich finde grenzwertig, asozial. Also das schießt dann auch immer so ein bisschen nach. Also man muss echt aufpassen, was für Nachbarn man hat, wenn man mit der unterwegs ist. Aber um auf den größten Vergleich zu kommen, muss ich mich dir eigentlich anschließen, dass die goldene Mitte auch für 1,75 perfekt ist, weil die große, die ist vielleicht dann für dich, Poki, aber ich habe vor allem Probleme mit dem Schalthebel. Also ich komme im Stiefel dann nicht mehr ganz runter, weil ich so gestreckt bin. Ich mag grundsätzlich die Sitzposition, auch der Lenker, dass ich so weit nach vorne gestreckt bin. Ich liebe es, diese Uhagel-Sitzposition, wie ich es gerne nenne, taugt mir voll. Aber ich komme dann eben nicht mehr zum Schalthebel gescheit und das ist dann halt ein bisschen destruktiv fürs Motorradfahren. Die Kleine ist für mich, muss ich sagen, auch noch okay. Ich merke zwar schon, dass der Lenker eher nahe beim Knie ist, aber es ist, würde ich sagen, noch okay. Aber ich schließe mich ganz dir an. Die goldene Mitte ist es für mich. Vielleicht würde ich den Lenker ein bisschen höher und weiter weg montieren, damit ich mehr gestreckt bin. Aber grundsätzlich ist mit der Vulcan S, mit der standardmäßigen, damit erreicht man, finde ich, viele Leute. Es sind kleine Leute, es sind vor allem auch Frauen, die dieses Motorrad sehr mögen, weil die halt kleiner gebaut sind. Ich will jetzt nicht irgendwie sexistisch sein, aber es ist halt leider so. Und da kommen mit den Füßen doch besser runter, aber auch klein gebaut, Poki. Der Horst muss natürlich froh sein, dass die Frauen klein gebaut sind. Wenn es alle 1,80 wären, wo wärst du dann? Ne? Na, aber jetzt im Ernst, zurück zum Thema. Mir ist es tatsächlich auf der größten am besten gegangen, weil dort für mich richtig dieses Cruiser-Gefühl aufgekommen ist. Wirklich, also offen im Wind. Ich brauche das Windschild auch nicht unbedingt, muss ich sagen. Mir taugt das, wenn mir vom Cruiser der Wind durch die Haare blast. Also, oder durch die Haare? Durch den Helm, sag mal, durch den Helm. Na, habe ich einen Homer Simpson, ich frisiere sie rüber, dann merkt es keiner. Durch den wirklich entspannten Kniewinkel, da kann ich mir das auch wirklich für lange Touren vorstellen. Und dieser Komfortsitz macht für mich dann das Paket perfekt. Das ist richtig leibend. Und weil wir gesagt haben, Auspuff laut oder leise, das ist ja das Coole, dass man sich eben individuell zusammenstellen kann. Und deswegen, und da schließt sich der Kreis, ist diese Vulcan wirklich ein Motorrad für jeden, weil man sich so individuell gestalten kann. Der Sound ist in der Standardvariante jetzt auch nicht schlecht, aber da beim Air ist natürlich was los. Das ist kernig, das ist bassig, das ist aber auch laut. Also wie man es eben haben will, ist es leibernd. Ansonsten vielleicht noch ganz kurz zu Vulcan, wie fährt sie sich grundsätzlich? Es ist ein Cruiser, aber man kann ihn wirklich sportlich bewegen. Das, was dann tatsächlich relativ bald den limitierenden Faktor ergibt, ist die Fußrastenschleiferei, die ich am Anfang schon angesprochen habe. Also da Schräglage nicht so hoch wie möglich. Sonst der Motor für einen Cruiser-Motor dreht der unglaublich willig hoch. Und ich muss sagen, wir haben ja die in der Mitte ist die 48 PS-Variante. Auch da Vortrieb vollkommen in Ordnung und Drehmoment aus tieferen Drehzahlregionen vorhanden, dreht aber trotzdem auch schön hoch. Und das ist für mich echt der fahraktivste Cruiser derzeit am Markt, muss ich sagen. Wie geht's dir, Habe? Ja, das stimmt schon noch zum Motor. Ich bin ja diese Maschine letztes Jahr, glaube ich, war das, in der offenen Version gefahren, auch mit Aero-Auspuff. Aber da hat man gemerkt, ja, die dreht wirklich schon hoch. Da bei der 48 PS-Variante merkt man schon, von unten merke ich de facto keinen Unterschied. Aber so über 7000 Umdrehungen, da merke ich, ah, da wird sie schon ein bisschen schwächer. Da hat sie nicht mehr denselben Morph wie die offene Version. Aber ich war trotzdem überrascht, weil mir hat keinerlei Leistung gefehlt, trotz dieser nur 48 PS. Das ist echt super und das kann auch leicht beim Händler ganz einfach über die Elektronik gesteuert werden. Sprich, das ist schnell und günstig erledigt, die Drosselung und Entdrosselung. Um noch kurz zu den Fahreigenschaften zu kommen, ein wahnsinnig sportiver Cruiser natürlich und ich bin vor allem vom Fahrwerk begeistert. Es ist nicht hölzern, das spricht richtig gut an, man kann damit sich schnell in die Radien werfen und vor allem so Wechselkurven gehen durch diese kompakte Bauart, die sie hat, vor allem so schmal. Es geht richtig leicht, ich kann es richtig schön durch die Kurven zirkeln und Vulcan S macht mir echt immer wieder einen Spaß. Ich hoffe natürlich, dass Kawasaki da bald was Neues bringt, weil dieses doch schon in dieser Version, bis auf die Lackierung, schon lange am Markt. Wir haben keinen LED-Scheinwerfer mehr vorne. Es ist, finde ich, alles schon ein bisschen angegraut. Funktioniert immer noch gut, aber da wünschen wir schon mal was Neues.
Hallo? Ja, Fahrwerk vielleicht. Ich weiß nicht, wir haben heute einen großen A2-Vergleich gemacht. Da waren dabei Z900 in der A2-Variante. Da war dabei Z650, Z650 Ninja, Z650 Versys, also eigentlich eh alles. Ne? Und ich weiß nicht, ob das du warst oder ob das der McDersh war, der gesagt hat, von all diesen Bikes hat die Vulcan eigentlich das beste Fahrwerk. Okay, was hast du? Ja. Na, das kann man eigentlich ganz einmal unterstreichen und nochmal hervorheben. Also die Vulcan eigentlich in diesem Paket mit dem besten Fahrwerk unter den ganzen A2-Öfen. Vermutet man eigentlich gar nicht bei so einem Shopper oder Cruiser, wie man es jetzt eigentlich sagt. Geiles Ding. Kann mich nur erinnern, mein Vater hatte mal früher vor 30 Jahren so ein Virago gehabt. Das fällt ja auch ungefähr in die Schiene rein, so ein 57er Virago. Das war natürlich grottenschlechtes Fahrwerk und die Bremserei war auch grottenschlecht. Also in Summe fährt sich das eigentlich wie ein richtiges Motorrad, nur schaut es halt eher ein bisschen laidback und choppermäßig aus. Findest du noch ein paar nette Schlussworte für unsere lieben Zuseher und Zuseherinnen? Natürlich, ich hoffe natürlich, dass wir euch einen schönen Überblick gegeben haben über diesen vielseitigen Cruiser, die Kawasaki Vulcan S. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir haben zwar schon die 300.000 geknackt, aber der Nils steht uns auf den Fersen. Wir müssen die 400.000 knacken, aber da vertrauen wir in euch. Also vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, hinterlasst uns ein Like und schreibt uns natürlich in die Kommentare dann noch dazu, was ihr zu Vulcan S sagt. Vielleicht seid ihr ja schon gefahren, vielleicht seid ihr genauso begeistert wie wir. Und ich würde sagen, wir verabschieden euch. Danke fürs Zuschauen. Es verabschieden sich Bocke, Arlo und der Horvath. Ciao. Ciao, servus, Baba.